Unsere Frisuren werden in diesem Video nicht toll aussehen, aber ey, egal, wir machen das alles für euch. Hey Leute, ich bin's, der Jan oder dem Kobi, wie ihr mich wahrscheinlich eher kennt. Und ich sitze hier mit dem Sin. Wir sind gerade auf Malta. Und ich habe den Sin mal geschnappt, weil du jetzt das erste Mal für uns im Main Team spielen wirst. Erstmal, stell dich doch erstmal vor, wie sah dein Weg zu Big aus? Wo kommst du überhaupt her? Wer bist du? Ja, also ich bin Elias Sin Stein. Ich bin seit Anfang dieses Jahres bei Big. Davor habe ich schon Part-Time-Teams, viel Counter-Strike natürlich gespielt, viel Teamerfahrung gesammelt. Aber jetzt wirklich seit diesem Jahr habe ich meine Schule fertig gemacht und dann eben seit Januar bei Big ins Academy-Team gekommen. Zurück mit Karim zusammen und ja. Du spielst jetzt das erste Mal für uns im Main-Team. Bist du da aufgeregt? Oder? Ich würde nicht sagen aufgeregt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Experience. Ich spiele jetzt seit einer Woche, trainieren wir natürlich zusammen. Ungefähr eine Woche. Und es ist einfach sehr, also ich enjoy auf jeden Fall die Zeit aktuell. Jetzt natürlich hier in Malta, aber auch die Woche in Berlin im Bootcamp. So, man lernt sehr viel. Man lernt natürlich auch von Fatih, von Jarosch, von jedem wirklich sehr viel. Und einfach das Niveau, auf dem gearbeitet wird, ist sehr, sehr enjoyable. Und das macht die ganze Experience auf jeden Fall nochmal deutlich angenehmer. Mhm. Und was würdest du jetzt sagen, oder spielst jetzt quasi gerade in beiden Teams, wie groß ist so der Unterschied zwischen Big Academy und Big Main? Ja, ich würde sagen, Big Main ist auf jeden Fall natürlich deutlich besser. Sie sind natürlich auf Tier 1 Niveau der Welt. Das heißt, spielen deutlich länger und deutlich, also man merkt auf jeden Fall die Erfahrung, die sie einfach haben. Ich würde sagen, mit unserem Academy-Team, wir haben ja auch schon natürlich viel auch, ich sag mal, wir sind viel im Austausch mit dem Main-Team. Das heißt, wir sind quasi, also dadurch, dass wir ständig im Austausch sind, so bekommen wir halt mit, wie beim Main-Team gearbeitet wird. Mhm. Und jetzt auch zuletzt, weil ich bin ja der Caller beim Academy-Team, habe ich natürlich auch probiert, so eine ähnliche Struktur anzunehmen. Aber wir geben natürlich unser Bestes und ich würde sagen, wir sind jetzt auch Top 50 der Welt. Das heißt, wir sind eigentlich schon auf einem guten Niveau. Aber dennoch, der Step ist auf jeden Fall nochmal, auf jeden Fall nicht so klein, würde ich sagen, weil ich würde sagen, der Experience-Faktor ist auf jeden Fall sehr groß und der individuelle Skill jetzt nicht unbedingt vom Hitten, sondern eher so vom Verständnis des Spiels und einfach in diesen X-on-X-Situationen ist deutlich höher und auf jeden Fall, das macht so den Unterschied, denke ich. Mhm, ja. Die Schedule von den Spielen steht jetzt noch nicht fest, aber hast du irgendein Team, gegen das du am liebsten aus der Gruppe spielen würdest? Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich auf LAN gegen solche gute Teams spiele, gegen die Top-Teams der Welt. Ich freue mich natürlich auf unser erstes Spiel gegen Sanga, weil ich da gegen QB spiele. Ich habe mit dem letztes Jahr zum Beispiel noch zusammengespielt. Aber natürlich, ich will auf jeden Fall gegen das beste Team der Welt spielen. Das wäre natürlich cool. Auch so Teams wie Navi gegen Simple mal im LAN zu spielen, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, falls es zustande kommen sollte. Aber auch zum Beispiel Teams wie Vitality, die haben gerade die Pro League gewonnen und haben natürlich mit zum Beispiel Magis und Dupree solche legendäre Spieler. Und einfach, man hat bestimmt schon mal gegen sie gespielt, jetzt vielleicht sogar mal online. Officials, aber auch so Face It. Aber wenn man wirklich in einem Studio-Environment so auf LAN gegen sie spielt, das ist nochmal was anderes. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall richtig. Das glaube ich. Hast du noch irgendwas, was du den Big SupporterInnen jetzt auf dem Weg mitgeben möchtest, von dir aus? Ja, ich würde sagen, es kam auf jeden Fall spontan, jetzt auch für mich natürlich. Ich bin jetzt seit einer Woche mit den Jungs zusammen ungefähr. Aber dennoch supportet die Leute. Ich bin auf jeden Fall confident, dass wir uns qualifizieren werden. Wirklich, euren Support weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Das hilft mir und auch den Jungs natürlich sehr, sehr. Und ja, danke für den Support und wir qualifizieren uns. Das waren sehr schöne Abschlussworte. Ich bedanke mich für dieses Interview. Und Leute, falls ihr nichts verpassen wollt, denkt dran, abonnieren, liken und die Glocke drücken. Und wir sehen uns im nächsten Video. Go big, Leute. Go big, Mann.